Ich habe ein neues Mikrofon bestellt, um ein bisschen meine YouTube-Videos zu verbessern. Und das packen wir jetzt mal aus, würde ich sagen. Drei verschiedene Päckchen. Dieses Päckchen und ein kleines schwarzes Päckchen. So, tun wir das mal auf der Seite. Fangen wir mal mit dem ersten an. Was steht denn hier drauf? Und zwar Popschutz steht da drauf. Ja, riecht ein bisschen plastikmäßig. Oh, das ist die Front. Okay, das kann man hier ein bisschen, so ein flexibles Teil. Und wenn man da durchspricht, ich kann das mal ausprobieren. Ich halte das mal zwischen die Kamera und meinen Mund und sag mal pop, pop, pop. Hilft das? Vielleicht schon, wir werden es nachher wissen. Sehr flexibles Teil hier, gefällt mir sehr gut. Ja, würde ich sagen, gucken wir uns mal das nächste Teil an hier. Das Ganze sieht so aus, die ganzen Links tue ich euch auf jeden Fall in der Amazon-Beschreibung. Aha, hier steht das auch alles drauf. Hier gibt es so eine kleine... Ah, weiß nicht, ob die Kamera das scharf kriegt. Ja. So eine kleine Anleitung drauf, wie man das alles zusammenzubauen hat. Darum kümmern wir uns gleich mal. So, also das hier ist so ein Greifarm, ja, kein Greifarm, aber so ein Stativarm, der so ein bisschen flexibel ist und dann praktisch die Position hält. Das zeige ich euch auf jeden Fall nochmal zusammengebaut, gleich mit dem Kopfschutz. Genau, hier sind dann noch solche, so eine Tischklammer dabei, wo das Ganze dann hier entsprechend reingesteckt wird. Achso, ich muss erst die Schraube hier lösen. Ja, das mache ich gleich mal. Ich stecke das gleich alles mal zusammen. Und hier ist der Mikrofonhalter an sich. Das ist dieses Teil hier. Aha. Von der Schalltech GmbH in Berlin. Ist auch lustig, da ist überhaupt gar kein... Es scheint hier schon die Verpackung zu sein, aber hier ist absolut überhaupt kein Print drauf. Eine Schraube, auch so eine Mutter, die man, womit man praktisch verschiedene Stativgrößen, Stativschraubengrößen nutzen kann. Also praktisch würde man die hier auf eine Art, ne, auf eine Schraube praktisch aufschrauben, die kleiner ist, und damit ist sie dann größer. So in etwa funktioniert das. Genau, kommt auch mal weg. Das ist eine Mikrofonspinne, das heißt, darin, das sind praktisch hier ja, Gummibänder. Ja, das sind Gummibänder, die praktisch in der Mitte so ein, ja, praktisch diesen Durchgang hier halten, wo anschließend das Mikrofon reinkommt. Hier unten ist praktisch dann die
die Schraube dran, die wird praktisch aufgehangen. Und das ist dafür da, dass das Mikrofon praktisch beweglich ist. Wie mit was Schwererem drin, ich kann mir schon einfach vorstellen, was das ist. Dann haben wir, this bag is no toy. Aha, okay. Ein Auna USB-Mikrofon. Gut. Also hier stehen nochmal die Mindestvoraussetzungen für den Computer drauf, Macintosh und so weiter. Das ist scheinbar so eine Art Mini-Handbuch, Kurzeinleitung oder sowas. Das hier ist ein USB-Kabel. Das Ganze ist ein USB 2.0 Mikrofon. Und auch mal weg. Ja, das scheint relativ lang zu sein. Ich würde jetzt mal so grob auf etwa 1,5-2 Meter schätzen, könnten allerdings auch mehr sein. Müssen wir nachher mal nachmessen. Kommen wir zum Schätzchen hier. Das ist das Etui mit dem entsprechenden Mikrofon drin. Hier auch mit so einem kleinen Beutel drin. Nochmal extra verpackt. Und so. Nehmen wir das mal raus. Jetzt machen wir einen Plastikbeutel und in einem, nochmal so einem, mit so Trockenheizkugeln, sage ich mal. Genau, und das ist das schöne Teil. Ein Auna-Mikrofon. Genau, das war das, worum es praktisch von Anfang an ging. Und der Rest ist praktisch nur entsprechende Stativständer oder beweglicher Mikrofonhalter mit einem Popschutz und einer Mikrofonspinne hier, damit das Ganze auch ja, demnächst mal, damit ihr euch das, die Videos mal vernünftig anhören könnt und nicht mehr dieser blecherne Sound ist wie jetzt. Das ist dann das letzte Video, was sich hoffentlich so anhört. Und dann sind wir an der Stelle schon fertig. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Über Abonnements freue ich mich natürlich in besonderem Maße. Und wenn es Fragen gibt, einfach in die Kommentare. Wie immer. Ja, ich verabschiede mich damit. Bis demnächst.